Eine Brauerei am Stadtrand von Brisbane. Jeden Tag das Gleiche. Gabelstapler beladen einen Lastwagen mit Dosenbier. Gebraucht wird es am anderen Ende Australiens. Bier für Darwin steht auf den Transportpapieren, die den Fahrern im Büro ausgehändigt werden. Heute ist Gordon dran. Gordon Brass, der eigentlich Brüsewitz heißt und von deutschen Einwanderern abstammt. 33 Jahre alt, unverheiratet und lange genug im Geschäft, um das Abenteuer nicht mehr abenteuerlich zu finden. Und trotzdem, er ist Trucker aus Leidenschaft. Mit niemandem auf der Welt würde er tauschen. Okay, Gordon, fertig. Der Abschied aus der Zivilisation fällt Gordon leicht. Die Millionenstädte an der Pazifikküste reizen ihn nicht. Ich bin immer happy, sagt er, wenn ich über die Story Bridge rolle. Und dann geht's endlich voran. Einer wie Gordon passt nicht ins Trucker-Klischee. Keine selbstgedrehten Zigaretten, kein Fluch auf den Lippen, kein Hut auf dem Kopf. Und mit dem ausgeruhten Lachen der Reklamekollegen kann er auch nicht dienen. Dafür ist sein Job zu hart und Übermüdung eine Art Berufskrankheit. Ein kleines Wettrennen auf dem Highway kann ihn aufmuntern. Solche Spielchen sind beliebt bei den Fahrern, der Abwechslung wegen. Minutenlang blockiert Gordon die Überholspur. Aber zu spät. Am Berg hat er keine Chance. Da ist der andere schneller. Über Funk flaxt er den Gewinner an. Das kostet dich einen Kasten Bier. Okay, kommt die Antwort. Hol ihn dir von deinem Hänger. Auf den langen Strecken in Australien sind überwiegend amerikanische Trucks im Einsatz. Gordon fährt einen Kenworth mit 400 PS. Nach knapp 3 Jahren hat er schon über 350.000 Kilometer auf dem Tacho. Nicht kaputt zu kriegen, diese Dinger. Sein Truck ist ihm ans Herz gewachsen. Auf den lässt er nichts kommen. Das erste Teilstück bis Toowoomba darf er nur einen Trailer ziehen. Das ist Vorschrift. Erst später wird aus dem Sattelschlepper ein richtiger Roadtrain. Gordon arbeitet für eine große Spedition, die gerade erst von einer noch größeren aufgekauft wurde. Auf dem Frachthof in Toowoomba treffen sich die Fahrer abends beim Bier. Da werden Informationen ausgetauscht über das Wetter und die Straßen. Da wird gelästert und getratscht. Um die 1000 Interstater gibt es, die australische Fahrerelite für Langstrecke. Und alle haben sie sich irgendwann und irgendwo mal gemeinsam volllaufen lassen. Nur für Freundschaften reicht die Zeit nicht. Das Wetter passt zur Stimmung. Nach durchzechter Nacht hat Gordon sich heute Morgen nur mit viel Überwindung aus dem Bett gequält. Jetzt ist er, wie vor jeder Überlandtour, mit der Wartung seines Trucks beschäftigt. Öl- und Batteriecheck, Zündkerzenwechsel und ein Zug am Gasgestänge.
Die Spedition unterhält eine eigene Werkstatt mit Ersatzteillager. Denn Zeit ist Geld und so wird fast alles selbst repariert. Das ist der Boss, John Bain, von seinen Truckern nur Madman genannt. Ein Verrückter, sagt Gordon. Völlig unberechenbar. Gerade noch nett und freundlich, brüllte er dich eine Minute später schon in Grund und Boden. Und das ohne jede Vorwarnung. Gordon kann ein Lied davon singen. Mich hat er schon dreimal gefeuert und immer am nächsten Tag wieder eingestellt. Kein Wunder, dass die Fahrer mit gemischten Gefühlen zur Einsatzplanung antreten. Man kann nie wissen, ob man mit einer Gehaltserhöhung rauskommt oder mit der Kündigung. Heute ist Madman gut gelaunt. So, if you leave here at 12 o'clock, you should be Charters Towers maybe tomorrow night sometime. Late tomorrow night. Or tomorrow night, so that's Friday night. Die Zeitvorgabe ist eng. Wenn du dich ranhältst, meint der Chef, kannst du übermorgen schon im Mount Isa sein. Dann hängst du dir den dritten Trailer drauf und ab nach Darwin. Das ist schneller gesagt als getan. Die Entfernungen sind riesig. Australien ist ein Kontinent, fast so groß wie Europa. Und Gordon muss quer durch. Die Strecke Brisbane-Darwin misst 3.500 Kilometer. Gerade mal 180 davon hat er hinter sich. 5 harte Tage liegen noch vor ihm. Ab Toowoomba wird mit 2 Anhängern gefahren. Die Straßen sind schmal, aber der Verkehr ist dünn. Gordon ist jetzt sein eigener Herr. Zwar hat er Anweisung, sich mindestens einmal täglich zu melden, über Kurzwellenradio oder per Telefon. Aber Ausreden gibt es genug. Ist er einmal unterwegs, kann der Chef ihn nicht mehr kontrollieren. Fahrtenschreiber gibt es in australischen Lastwagen nicht. Und dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, gilt unter Truckern als Ehrensache. Seit seinem 17. Lebensjahr ist Gordon auf Achse. Mit Vaters altem Truck fuhr er damals beim Sheriff vor. Der war davon so beeindruckt, dass er ihm ohne Prüfung den Führerschein in die Hand drückte. Auf australischen Landstraßen gilt das Recht der Stärkere. Der Schwächere macht Platz. Und wenn sich mal 2 Road Trains begegnen, verständigt man sich über Funk. Bei diesem Sauwetter muss Gordon langsamer fahren, als ihm lieb ist. Madman wird wieder toben, denn die nächste Fracht wartet schon. Auf dem Rückweg soll Gordon Rinder laden. In Newcastle Waters, einer Ranch fast so groß wie Rheinland-Pfalz, hat der Viehauftrieb begonnen, bei brütender Hitze und viel Wind. Die Cowboys, die hier Drover heißen, kommen tagelang kaum aus dem Sattel, wenn sie die Tiere, die das ganze Jahr lang frei auf der kargen Steppe geweidet haben, über hunderte von Kilometern ins nächste Gatter treiben. Die Ranch gehört einem reichen Zeitungsverleger aus Sydney. Früher flog er manchmal mit Freunden im Privatflugzeug übers Wochenende ein. Aber jetzt war er schon lange nicht mehr da. Die Rinderzucht, so scheint's, taugt nicht als Schickeria-Hobby. Gordon hat andere Sorgen. Er möchte sich selbstständig machen und spart auf einen eigenen Truck. Jeden Tag, den er am Steuer sitzt, verdient er 100 australische Dollar. Das sind rund 130 Mark. Mit Spesen und steuerfreien Zuschlägen bekommt er im Monat umgerechnet knapp 3.000 Mark raus. So ein Truck aber kostet auch gebraucht noch gut und gerne 150.000 Mark. Die Trailer nicht mitgerechnet. Und für einen Kredit will die Bank Sicherheiten sehen. Das Ziel seiner Träume liegt also noch fern. Und auch sein Tagesziel kann Gordon heute nicht erreichen. Er fährt bis spät in die Nacht, aber Springshore schafft er nicht. Kurz bevor ihm die Augen zufielen, hat Gordon einen Parkplatz angesteuert. Es regnet nicht mehr und für morgen hat der Wetterbericht Sonnenschein vorausgesagt. Gordon will sich nur ein paar Stunden Schlaf gönnen. Den Wecker stellt er auf 5 Uhr. Musik
Auf freier Strecke zu übernachten ist auch in Australien nicht ungefährlich. Überfälle auf Trucker sind keine Seltenheit. Erst kürzlich wurde einer von Straßenräubern bös zugerichtet. Als Gordon davon hörte, hat er sich einen Revolver gekauft. Damit fühlt er sich jetzt sicherer, wenn er in seine Koje kriecht. Beim Frühkonzert der Kakadus ist Gordon längst munter. Das Wasser aus einem Tank unter dem hinteren Trailer reicht nur zur Katzenwäsche. Für die Schönheit der Natur hat Gordon keinen Blick. Zu dieser frühen Morgenstunde funktioniert er wie ein Roboter. Manchmal, sagt Gordon, da denke ich kilometerweit an gar nichts. Wirklich, an nichts. Nur fahren, fahren, fahren. Alles Routine. Jede Bodenwelle und jede Kurve kennt er wie seine Westentasche. Aber die Landschaft nimmt er überhaupt nicht mehr wahr. Ohne Kaffee, sagt Gordon, bin ich nur ein halber Mensch. Er ist im Roadhouse eingekehrt. Trotz Speisekarte an der Wand darf man nicht wählerisch sein in einer Tankstelle mit Imbissstube. Gordon isst sowieso immer das Gleiche. Zum Frühstück Eier mit Würstchen und abends Steak, gut durchgebraten. Die Bedienung kennt seine Sonderwünsche schon und hat Ketchup gleich mitgebracht. Am meisten, darüber klagen alle Trucker, leiden sie unter Isolation. Immer allein auf dem Bock, allein mit der endlosen Straße und der Musik aus dem Radio. Jede Gelegenheit zum Gespräch ist da willkommen. Im Roadhouse, das ist nicht anders als in unseren Autobahnraststätten, dürfen Fernfahrer die Waschräume kostenlos benutzen. Nach einer Stunde Pause, on the road again. Gordon kann, weil er es von seinen Eltern gelernt hat, ganz gut Deutsch verstehen. Sprechen aber mag er es nicht. Das ist eine australische Eigenheit. Die Einwandererkinder der zweiten Generation verstecken ihre Herkunft. Sie wollen ganze Australier sein. Deshalb auch Gordons Namensänderung. Aus Brüsewitz mach Brass. 27 to, an hour. 11, yeah, coming up after 11 o'clock, we've got the Jay's Real Estate Music Hour. But right now, a little bit of music, a break away from sport, with Sherb. Mit Klassik hat Gordon nichts im Sinn. Er steht auf Trucker-Songs, moderne Balladen vom harten Asphalt-Cowboy und dem einsamen Leben auf dem Highway. Am liebsten hört er Slim Dusty. I'd give the world for a blow at a roadhouse I know instead of riding this road. But I don't believe in never pushing my luck. I've got this far with an overloaded truck. The last thing I need is someone checking up to catch me riding this road.
Auf Newcastle Waters, der Riesenranch im Nordterritorium, sind die Drover mit ihrer Herde mittlerweile am Gatter Nummer 5 angelangt. Doch die schwierigste Arbeit steht ihnen noch bevor, das Zählen und Sortieren. Gordon denkt noch nicht an Rinder. Er ist froh, dass Madman ihn in Ruhe lässt. Heute läuft es gut. Schon 400 Kilometer abgespult. Gordon will bis Richmond kommen. Dann schafft er es morgen nach Mount Isa, wo seine Eltern wohnen. Der vierte Tag. Gordon ist schon vor Sonnenaufgang unterwegs. Wieder hatte er nur wenige Stunden Schlaf. Die Dämmerung morgens und abends ist Wildwechselzeit. Kängurus und Emus, manchmal auch Büffel und Pferde tauchen unvermittelt auf der Fahrbahn auf. Gefährlich ist das nur für die Tiere. Ein Roadtrain bremst nicht. Im Gegenteil. Oft geben die Fahrer Gas, nur so aus Spaß. Mit dem eisernen Schutzschild vor dem Kühler, den sogenannten Bull Bars, wird alles niedergemacht, was in die Quere kommt. Entlang der Highways liegen die Kadaver, heimgesucht von Raubvögeln, die sich beim Herannahen eines Autos nur kurzfristig von ihrer Mahlzeit zurückziehen. Das Umweltbewusstsein der Australier ist noch unterentwickelt. Ihr Land ist einfach zu groß, als dass sich jemand über Müll im Straßengraben aufregen würde. Die Landschaft ist eintönig geworden. Grüne Büsche auf roter Erde, über hunderte von Kilometern. Auch die kleinen Orte, von denen Gordon alle paar Stunden einen passiert, bieten keine Abwechslung. Nur an den Namen kannst du sie auseinanderhalten, sagt er. Ansonsten Postamt, Supermarkt, Tankstelle, ein oder zwei Kneipen und schon bist du durch. Kurz hinter dem Ortsausgang eine Polizeikontrolle. Smokey Stop heißt das im Trucker-Jargon. Raucherpause. Der Sergeant, ein alter Hase auf dem Highway, und sein junger Kollege lauern auf Geschwindigkeitssünder. 80 Stundenkilometer sind für Lastwagen erlaubt. 5 drüber werden toleriert. Mehr aber nicht. Die Polizei kassiert Einheitspreis. Jedes Mal $50. Meist kriegen die Fahrer das von ihrem Arbeitgeber erstattet. Wer aber innerhalb eines Jahres dreimal erwischt wird, muss vor Gericht. Diesmal hat Gordon Glück gehabt. Die Polizisten waren mit seinem Kollegen beschäftigt. Aber er weiß auch, als Trucker stehst du immer mit einem Bein im Gefängnis und mit dem anderen im Krankenhaus. Knochenbrüche riskieren auch die Drover bei ihrer Arbeit. Die verängstigten Rinder reagieren manchmal recht aggressiv. Und heute geht's hoch her. 800 Stück Vieh müssen sortiert werden. Die Hälfte davon ist an eine Konservenfabrik auf den Philippinen verkauft. Fast genauso viele gehen nach Japan ins Schlachthaus. Und nur ein kleiner Rest wird in einer Zucht in Westaustralien überleben. Der Käufer hat die Wahl. Er will nur die kräftigsten Tiere, denn sie müssen ja noch eine strapaziöse Reise überstehen. Unter den Drovern sind viele junge Männer aus den Großstädten an der Küste. In dem harten und entbehrungsreichen Job suchen sie Selbstbestätigung, meist nur eine Saison lang. Gordon fährt in Mount Isa ein,
seiner Heimatstadt, deren Bewohner fast alle vom Kupferbergbau leben, direkt oder indirekt. Eine eigene Wohnung hat Gordon nirgendwo. Das lohnt nicht, meint er. Dafür bin ich zu viel unterwegs. Im Haus seiner Eltern hat er ein paar Sachen untergestellt. Briefe von der Behörde und die Kontoauszüge der Bank werden im Firmendepot gesammelt, bis er das nächste Mal vorbeikommt. In Mount Isa ist die halbe Strecke geschafft. 1800 Kilometer. Hier nimmt Gordon immer einen freien Tag. Am Abend treffen sich ein paar Fahrer zum Barbecue auf dem Frachthof. Einer hat Steaks und Würstchen besorgt, ein anderer das Bier. Und zwei Sheilas sind auch dabei, Mädchen, die sich wohlfühlen im Trucker-Milieu. No, we got these childproof caps. Maybe on the bottom. What's it the matter with you? What's it the matter? But my lips. Mit jeder Flasche steigt die Stimmung und sinkt das Niveau. Bring out the tongs. Gordon hatte sich vorgenommen, heute mal etwas früher in die Koje zu kriechen. Es wird wieder nichts draus. Der Morgen danach. Die Trucker schlafen ihren Rausch aus. Gordon ist erst aufgewacht, als die Sonne schon hoch am Himmel stand. Jetzt macht er sich stadtfein. Bei seinen Eltern ist Gordon zum Mittagessen eingeladen. Vorher sitzt man noch in Vaters Werkstatt mit einem Nachbarn zum Frühschoppen beisammen. Der alte Brüsewitz ist Ostpreuße. Er hat 1950 in Australien als Bergmann angefangen und später Truck gefahren. Seine Frau Hertha stammt aus Mecklenburg. Wo ich angefangen habe, 1960 oder 1962, weil Trucken ist ganz anders gewesen, wie es heutzutage ist. Erst einmal, wir haben mit Trucks keine Power Steerings, wir haben keine Air Conditions drin gehabt, keine Radios drin gehabt, ganz normale Trucks und das was. Just the basics, ja. Und wenn wir wegfuhren, da gab es Strecken, da war überhaupt keine Bitumen drauf, vielleicht für 300-400 Meilen. Black Soil, wie heißt die schwarze Boden. Wenn du Bock warst, runtergegangen warst, da bleibst du auch drin. Der Betrieb auf der Straße, das ist doch der Betrieb, der Fahrzeugverkehr. Vielleicht hast du einen Truck gesehen auf der Straße. Der kam vielleicht die Ochse dabei. Da gab es nicht, dass du ihm vorbeifuhrst. Nein, das auch nicht. So, gibt's. You stop, have a few drinks and become very friendly and very good, yeah. Vielleicht haben wir Tee gemacht oder wir haben ein paar Bier gehabt. Haben gesagt, alles all right, yeah, all right, dann zieh dich später. Weil, wenn ich sage, hier die alte Mary Kairaut, das war eine der roughesten Wege zwischen Sydney, Melbourne, Brisbane und den Northern Territory. Die 87 Meilen Strecke, die hatten sie den ganzen Tag gedauert. Aber du konntest dann nicht einmal einen Anhänger rüberziehen. So was gab es gar nicht. The mum used to put the rocks behind the wheel. As he went up the hill, seine Mutter hat immer kräftig mitgeholfen. Das imponiert Gordon. Ihm Hand gegeben. Bigger arms than we had. From loading ich habe jeden Tag da gehockt auf der Eisenbahn. Und dann kam ich nach Hause, habe dann die Kinder fertig gemacht. Und dann ist er abends noch weggefahren, 10, 11 Uhr. Dann habe ich meine Ruhe gehabt, bis er wieder dann zurückkam. Und dann, wenn er zurückkam, dann habe ich natürlich den Lastwagen sauber gemacht, Fenster geputzt, eine Schlafkabine gemacht und dann die Guides zusammengefallen, das Tarpaulin zusammengerollt und dann wieder mit ihm den
auf der Eisenbahn? Ich muss warten. Verstehen? Nach so einer Frau kann ich noch lange suchen, sagt Gordon. Mit seinem Vater ist er nicht immer einer Meinung. Den Urteil, ich habe dir vorher gesagt, die neue Generation kriegt das Geld für die halbe Arbeit, was wir gemacht haben früher. Heutzutage, die Drivers machen das nicht mehr, die hoppen im Truck, die Company sagt, da ist ein Truck, da ist ein Trailer voll beladen, die brauchen nicht mehr raufen, die brauchen nur alles, was sie wollen, ist nur fahren, ihre Radios und weg sind die. Thank und you, wenn die you. Sogar Reifen wechseln sollen, eben das ist doch zu viel für den Holzschatten. It's totally different. Totally different. Es ist wirklich ganz anders. Als wolle er seinen Vater Lügen strafen, legt sich Gordon am Nachmittag kurz vor der Abfahrt besonders ins Zeug. Scheiben putzen, Öl nachfüllen, Keilriemen wechseln. Und die klappernde Türverkleidung hat er auch schon festgeschraubt. Auf dem Frachthof ist immer was los, auch sonntags. Ein ständiges Kommen und Fahren. Mount Isa ist ein wichtiger Umschlagplatz. Hier endet die Eisenbahn. Alle Güter, weiter nach Westen oder Norden, müssen auf der Straße transportiert werden. Hier hängt Gordon den dritten Trailer an, auch der voll mit Dosenbier. Dahinter steckt System. Zwischen der Brauerei in Brisbane und Toowoomba wird im Pendeldienst gefahren. Kollegen bringen die Fracht nach Mount Isa und kehren gleich wieder um. Nur Gordon und ein paar andere machen die ganze Tour. Der Lastzug ist jetzt über 50 Meter lang. 100 Tonnen hat der Truck zu schleppen. Da geht reichlich Diesel durch den Auspuff. 90 Liter auf 100 Kilometer. Yeah, I've got this Big Mac rolling now. I've got this Big Mac rolling. She's screaming down the line. I see the guidepost clicking by. My truck ain't pushing time. There's black tar down beneath me and a blue sky overhead. And while there's one more load to move, I'm pushing till I'm dead. We're rolling and we're pushing from the Gulf down to the Bight. From Perth across to Sydney, the trucks roll day and night. Oh, the logbook may be out of date, but hell, that ain't a crime. We dodge the weights and measure boys, and we're always pushing time. Pushing time. Pushing time. Gordon muss sich ranhalten. Der Truckstop in Camerwheel schließt um Mitternacht. Dort kehrt er gern ein, weil immer was los ist. Nicht, dass hier das Essen besser wäre als anderswo. Aber es fehlt an Alternativen. Das nächste Roadhouse liegt fast 500 Kilometer weiter nördlich. Und die Chance auf einen Schwatz mit Kollegen mag sich keiner entgehen lassen. That's cruel. And I want to know what RSPCA gives him. He's in trouble, eh? I'm coming over here because they're calling my room, right? Well, you might have to go around to Chinchilla and back down again. Chinchilla? What? There's still 3 feet of water over there, tell me. I'm not going to buy them. In der Tankstelle nebenan ist der Abend ruhig wie meist. Alan, der heute Spätschicht hat, vertreibt sich die Langeweile mit seiner Freundin am Telefon. Hi, I'm Pal or Dinky Bitch or something. Yeah. Nur 20 Kilometer entfernt könnte Gordon Hilfe gut gebrauchen. Ein Nagel oder ein spitzer Stein haben ihm einen von seinen 62 Reifen zerfetzt. Vater Brüsewitz hätte es nicht beschreien sollen. Nun muss Gordon beweisen, dass er den Reifenwechsel beherrscht. Für einen allein ist es schweißtreibende Knochenarbeit. Das Malheur mit dem Reifen hat Gordon den Zeitplan vermasselt.
Aus dem gemütlichen Abendessen wird nichts. Im Truckstop ist jetzt Feierabend. Alan hat sich noch mit seiner Freundin verabredet und Gordon kann froh sein, dass er in Mount Isa vollgetankt hat. Sonst müsste er jetzt hier bis zum Morgen warten. So aber hat er sich entschlossen, die Nacht durchzufahren. Viele Trucker nehmen Pillen gegen die Müdigkeit. Früher hat Gordon das auch getan. Aber seit er Potenzprobleme befürchtet, will er von Speedies nichts mehr wissen. Jetzt hält er sich mit Cola wach und mit Singen. Gordon hat tatsächlich durchgezogen. Seit 13 Stunden sitzt er jetzt ununterbrochen am Steuer. Wenn das die Gewerkschaft wüsste. Aber der gehört er nicht an. Dabei ist die Trucker Union traditionell stark in Australien. Jeder zweite Fahrer ist Mitglied. Gordon aber hält die Beiträge für rausgeschmissenes Geld und die Funktionäre durchweg für korrupt. Kollegialität dagegen ist ihm wichtig. Wir Fahrer, sagt er, müssen zusammenhalten. Er meint damit Fairness im Alltag, nicht den Tarifpoker. Und ein bisschen Spaß soll auch sein. Wenn auf gerader Strecke der Blick bis zum Horizont reicht, ist das der richtige Platz für ein Elefantenrennen. Aller Rivalität gilt Safety First. Gordon warnt den anderen Trucker vor einer heranpreschenden Motorradrotte. Jetzt will's Gordon wissen. Auf abschüssiger Straße ist er im Vorteil. Da schiebt seine schwere Ladung. Es ist kein Sieg von Dauer. Nicht weit voraus wird wieder ein Berg kommen. Und da hat Gordon dann die schlechteren Karten. Die Nachtfahrt hat Gordon vorangebracht. Zeit für eine Pause. Highway Inn ist ein beliebter Trucker-Treff. Da sitzt er dann mit Paul beisammen, dem Fahrer des roten Truck von vorhin, und mit dem dicken Pete. Vail, die Wirtin, hat sie alle in ihr großes Herz geschlossen. Die drei fachsimpeln über ein neues Truckmodell mit luftgefedertem Fahrersitz und allen Schikanen. Vail hat zwei ihrer Küchenmädchen zur Gästebetreuung an die Theke beordert. In ihrer Trostlosigkeit ähneln sich alle Kneipen am Highway. Der einzige Unterschied, je weiter du nach Norden kommst, desto teurer wird das Bier. Die Trucker haben dafür allemal Verständnis. Den meisten sitzt das Geld sowieso recht locker. Gordon ist da eher die Ausnahme. Er weiß schließlich, wofür er spart. Auf Newcastle Waters hat das Warten begonnen.
5 Road Trains hat der Verwalter für den Viehtransport bestellt. Noch nicht einer ist eingetroffen. Gordon und seine Kumpels haben sich im Highway Inn festgesoffen. Die Wirtin hat ein paar Runden geschmissen und der Rest ist schnell erzählt. Als Bruce sein Schifferklavier aus dem Truck holte, wurde der Abend für fröhlich erklärt. I think your phrase will till up too. But then again, we couldn't pick where the rock is. Our nose had been up and was going back down. There was a chrome bright shine in our little gutter. The world is waiting. I just shit myself. Es sind nicht nur Trucker, die Flaschen und Dosen leeren. Ein paar Landarbeiter aus der Umgebung helfen im Hintergrund mit. Als Gordon am nächsten Morgen losfährt, hat er den Kurzwellenempfänger vorsichtshalber ausgeschaltet. Was sein Boss ihm jetzt zu sagen hat, kann er sich denken. Reifenschaden langt da wohl nicht als Ausrede. Ach, was soll's, raunzt Gordon. Wenn ich nicht mal mehr ab und zu einen drauf machen darf, kann ich ja gleich in die Fabrik gehen. Er sagt das sehr verächtlich. Das kleine bisschen Unabhängigkeit auf dem Highway ist hart erkauft. Mit vielen Tricks und wenig Schlaf. Für ihn aber bedeutet es die große Freiheit. Bis Gordons Ziel sind es noch knapp 500 Kilometer. Das kann er am Abend geschafft haben. Aber die große Rinderfallade steigt ohne ihn. Sein Chef hat einen Ersatzmann nach Newcastle Waters geschickt. Der letzte Akt beim Viehauftrieb. Durch Laufgitter werden die Rinder auf die Verladerampe getrieben. Immer 56, genau abgezählt, finden Platz auf jedem der doppelstöckigen Spezialanhänger. Von den Drovern ist nochmal aller Einsatz gefordert. Bis mittags muss die Aktion beendet sein. Auch die Trucker packen zu. Mit Elektrostäben dirigieren sie die Tiere in Reih und Glied. Das ist einer dieser neuen Supertrucks, von denen die Fahrer im Highway Inn so geschwärmt haben. Den Rindern kann es egal sein, womit sie fahren. Angenehm wird ihre letzte Reise sowieso nicht. Wenn alles nach Plan läuft, werden sie morgen früh im Hafen von Darwin aufs Schiff verladen und eine Woche später schon geschlachtet sein. High Noon am Gatter Nummer 5. Die Trucker machen sich einen Spaß draus, ihre Abfahrt eindrucksvoll in Szene zu setzen. Doch das Publikum ist müde.
Mit der lebenden Fracht muss der Konvoi die Nacht durchfahren. Da ist es nicht so heiß und das Risiko geringer, dass Tiere schon auf dem Transport sterben. Auf die Drover wartet jetzt wieder Routinearbeit. Zäune flicken, Brunnen bohren, Kälber impfen. Viele von ihnen werden die Trucker beneiden, kurzfristig jedenfalls. In Darwin ein Zug durch die Nachtlokale. Davon träumen die Männer hier. Gordon ist nicht traurig, dass er nicht dabei sein wird. Vor Viehtransporten drückt er sich, wo er nur kann. Den Gestank, sagt er, wirst du tagelang nicht los. Diesmal ist er also davongekommen. Klar, ein Anschiss von Madman ist ihm so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber die Entfernungen sind riesig in Australien. Und das hat auch sein Gutes.